Herzlich willkommen hier zurück bei Crysis 2. So, wir müssen jetzt hier wieder uns zum Hive vorkämpfen, immer noch. Und das werden wir vielleicht mal in Angriff nehmen. Ist hier jemand? Nee. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nee, okay. Meine Männer, deshalb ist der Kontakt abgebrochen. Ich hatte gehofft, nun wie auch immer. Der Krieg fordert die Opfer. Die müssen wir alle helfen. Versuchen Sie, Ihre Scan-Ausrüstung zu finden. Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Also, unsere Männer sind, wie wir schon bereits festgestellt haben, also unsere Verbündeten sind leider gestorben. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier alleine durchkämpfen. War ja irgendwie klar, ne? Aber ich denke mal, wir schaffen das schon alleine. So. Was verbirgt sich jetzt hinter der Tür? So, was machen wir denn jetzt? Ne? Okay, gehen wir mal weiter. Wieder eine U-Bahn. Hier hinten ist nichts. Okay. Greife den Kern des Hives an. Immer noch unsere Aufgabe. Ja, gehen wir mal weiter. Guck mal, hier sind hier so viele Aliens. Ich geh mal lieber hoch. Weil da hinten kommt was. Zerstören. Was ist das hier? Kanten angreifen. Ist jetzt die Frage, wofür wir uns entscheiden. Noch ein Magazin hier, Freedom oder so. Naja. Sieht jetzt schon spannend aus, aber wir müssen jetzt leider weiter. Mitchell Reeves. Außer Tara Strickland war er der Beste, den ich hatte. Aufgrund des Leads, den ich von Ihnen bekomme, würde ich sagen, der Sporenkreis nähert sich ruhenden Ebenen. Zerstöre die Sporenleitung. Betritt das Sporenzero. Ah ja, okay. Hier geht's nicht lang. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Angst, hier von einem Alien angefallen zu werden. Vielleicht nicht so gut. So, ich warte mal noch kurz, bis wir wieder im Tarnmodus sind. Ja. Explosion unmittelbar bevorsteht. Gut. Ah, was ist denn das? Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reeves und sein Team senden konnten, würde ich vorschlagen, sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen Sie nach Schwächen in der Struktur. Okay. Also wir müssen jetzt hier einen Röhrensiegel irgendwie durchsprengen. Und wieder ein Kontrollpunkt erreicht. Nachschub aufnehmen. Flankieren. Verlassen. Sagt mir jetzt alles nicht wirklich viel. Wir
gehen einfach mal. Alter. Toll, was? Fuck. Ein Korallenökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporen her. Okay. Na, das wird jetzt mal richtig schwierig, denke ich mal. Ah ja, das ist schon unser erstes Ziel. Oh, da drüben auch noch eins. Fuck, hab ich gar nicht gesehen. Gehe ich mal schnell nochmal zurück. Gut. Wo ist das jetzt? War doch gerade noch hier? Egal. Ah, da unten ist die Scheiße. Oh. Laden wir mal hier nach. Da ist er. Hier, okay, klar, noch ein Schädel weg. Geht doch gar nicht. Sechs Aliens oder so? Wir wollen einfach jetzt mal eine Granate rein. Ha. Die sind natürlich durch. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Sehr gut, das ist doch wesentlich eleganter gelöst. So, jetzt nur noch das da hinten. Und wir haben zum Glück hier Munitionsnachschub. Ist hier noch eins? Nee, erstmal nicht. Das war ja mal wieder actionreich. Wenn die immer auf ihn zugerannt kommen. Das ist das Schlimmste, echt. Gut. Sollte es doch jetzt erstmal gewesen sein. Hoffentlich, hoffe ich jedenfalls. Oder zumindest der größte Teil. Ich gehe mal ja vorsichtig weiter. Wir müssen darüber. Also eins ist auf jeden Fall noch hier. Fuck, Alter. Durch die Röhre da. Okay, da gehen wir mal. Gut, niemand hat uns gesehen. Oh,
ist das nur so ein fettes Vieh? Ah ja. Komm jetzt von oben in den Kopf weg. Aber wenigstens haben wir schon ein paar gute Treffer gesetzt. Na los, komm her. Du willst doch mit uns ein bisschen hier dich duellieren, oder etwa nicht? So. Wie machen wir den Dicken jetzt nochmal Platz? Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter, obwohl ich nicht unbedingt meine Stellung hier oben aufgeben möchte, aber irgendwann muss ich eh runter. Ist jetzt die Frage, wo der ist. Okay. Ich hoffe mal, der sieht uns jetzt nicht und kommt nicht zu uns. Nein. Fuck, Alter. Hilfe! Hä? Ich kann hier weg? Nein. Ey, nee. Nee? Nee, Alter, das ist nicht euer Ernst. Wer ist da ausgerechnet in die Ecke? Panikattacken bei dem Gegner. Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporen her. Oh. Oh, wer hat mich denn schon wieder gesehen? Mann. Ah. Sondern mit solchen Scheißwaffen. Oh, komm schon. Also, wo erst? Guter Stein bietet uns Deckung. Oh, Alter. Ja. Sehr schön. Gut.
So. Gut ausgerüstet, gehen wir jetzt hier weiter. Den Weg, den wir vorhin schon mal gegangen sind. So, wo ist denn jetzt unser fetter Freund? Mr. Colossus. Los, verstärkt ist das eine Schnellfeuerenergie. So, Alter! Das ist so unfair, ey. Eigentlich will ich nicht runter. Hier oben ist es doch schon sicher. Also, sicher, ne? In Anführungsstrichen selbstverständlich. So ist es jetzt. Da. Tarnfeld aktiviert. Gut. Hallo Freundchen, wo bist du? Da unten. Komm zu Papa. Hat getroffen, sehr gut. Der denkt wohl echt ernsthaft. Dann probieren wir mal mit der hier. Ja, klasse. Jetzt brauchen wir noch richtig bombastische Vorbereitung hier. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Alter, der Kampf wird wohl noch ewig dauern hier. Ich wechsle nochmal. Zum Glück kommt der nicht hoch. Das ist ein einziger Vorteil. So, der ist wieder da. Hm. Ah, ich muss echt ernsthaft die Runde. Ah. Das Gute ist, der bewegt sich nicht so schnell. Wo ist denn jetzt? Da oben. Okay. Wie wäre es denn, wenn ich einfach abhaue? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Geht er jetzt lang? Hängt er fest? Anscheinend. Hilfe! So, das ist ein schönes Katz-und-Maus-Spiel. Alter! Der Schaden, den der macht, ist unnormal. Alter, puh, das war jetzt eine gute Aktion auf jeden Fall. Ich
Ich gehe nochmal ein Stück weiter hier hoch, um das hier das Ganze zu beobachten. Wo ist denn der jetzt? Da hin. Ach ja, es ist für euch vielleicht nicht so spannend, aber ich habe auch keine Ahnung, wie ich den jetzt hier fertig machen soll. Endlich. Knie nieder. Ah, oh, gut. Ah, oh, diese Viecher, Alter. Das geht echt gar nicht. So, dann werden wir jetzt mal unseren Auftrag hier erfüllen. Ich glaube mal, das reicht. Das scheint zu funktionieren. Aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Hörern wiederholen. Dann müsste das gesamte System... Ja, natürlich. Kann mir jetzt immer jemandem sagen, wo ich hier lang muss? Also ich denke mal da lang. Weil da ist das Licht angegangen. Oh Gott, mir ist schon ganz unwohl hier. Alter, was wird... Oh, ein Kontrollpunkt erreicht. C. Und da ist Munition. Oh, endlich zwei gute Dinge. Klingt gut. Nehmen wir. Ach, scheiße. Also es kommt mir schon gleich ein riesen Vieh hier. Alter, nicht verstehen. Oh nee. Naja, egal. Das machen wir dann erst im nächsten Teil. Also ich hoffe, ihr bleibt dran und bis dahin. Ciao! So, das war's hier wieder von Crysis 2. Ja, wieder mal eine... Naja, ich weiß nicht, was ich von der Sendung halten soll. Zweigeteilter Meinung bin ich bestimmt hier am Ende. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis, wie wir vorangekommen sind. Aber was uns jetzt noch in den nächsten Folgen erwarten wird, kann ich schon mal hier vorwegnehmen. Das wird dann richtig brutal und da habe ich dann wirklich Schiss vor, weil es sind einfach so viele Aliens hier unterwegs zum Hive. Das geht gar nicht. Und das wird wohl wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir das erreicht haben. Ich hoffe, ihr bleibt dran und genießt einfach hier, wie ich das Spiel let's playe. Ja, wenn dir dieser Kanal gefällt, dann abonniere ihn doch einfach oder schau dich einfach ein bisschen um. Ich hoffe, du findest irgendwas bei meinen Let's Plays. Also bis dahin, ciao!